Ja, ich lasse die Sachen einfach mal da. Obwohl, wir können. Ja, wir können auch ein paar Dosen trinken. Man passt einfach ein bisschen mehr auf seine Sachen auf. Ich weiß noch, bei DayZ wollte ich immer, wenn ich gestorben bin, dass derjenige, der mich gekillt hat, mein Zeug nicht kriegt. Mir war nicht egal, ob ich das wieder kriege oder nicht. Hauptsache, er kriegt es. Ich habe es ihm mal nicht gegönnt. Und dafür hat man sich dann doch ganz schön angestrengt. Hier weiß ich ganz genau, wenn ich tot bin, bin ich tot. Ich merke ja noch nicht mal wirklich, wenn ich sterbe. Das, also doch, ja, ich merke es. Ne? Aber ja, wie gesagt, das Kampfsystem ist nicht so überragend. Oh, geil. Ich finde geil, dass der Mond gerade so hell leuchtet. Ja, wir wollen mal weiterziehen. Ich will mich gar nicht so sehr an den Häusern eigentlich aufhalten. So, jetzt sind unsere Werte auch wieder gut. Ich habe mal ein bisschen Dosen gegessen, die ich mir auch nicht warm machen wirklich muss. Ich kann die Sachen einfach rechtsklick konsumieren ohne. Warum haben wir überall nackte Mutanten? Ah, der Daumen bewegt sich immerhin. Ah ja, das rote Licht, ich erinnere mich. Bin ich hier schon mal lang gelaufen? Ich kann mich so gar nicht daran erinnern. War ich hier schon mal? Das ist ja cool mit den Fröschen. Das ist eine Tagreflexion auf dem Wasser. Nacht, Tag, da ist die Grenze, seht ihr das? Mega Bug. Naja, mega. Aber auf jeden Fall ein schöner Bug. Geht schon wirklich schon wieder die Sonne auf? Nee, ne? Jetzt immer noch der Mond. Es wird doch wieder heller. Ja, natürlich geht da die Sonne wieder auf. Ist ja tatsächlich so, dass es Schrottnights sind. Was ist dieses Spiel? Ist das ein Explorationsspiel mit PvP-Elementen und Loot? Ist das? Ist das? Ich weiß nicht, was das hier ist. Ich bin gerade mit den Wetterverhältnissen ein bisschen durcheinander. Wird tatsächlich wieder Tag. Cool, wirklich Shortnights. Ich glaube, das soll grafisch nicht so sein, wie es gerade ist mit dem Bergen. Ich ignoriere einfach mal die Wölfe. Ich glaube, da kommt sowieso nichts. Ich habe gucken, ob man die Marke auf dem Rucksack sehen kann. Katena. Sieht irgendwie verbrannt hier aus. Ich habe das Gefühl, ich war hier noch nie. Zwei Bäche, die hier sind. Ich will mal den Bach entlang. Ach komm schon, ehrlich. Alter, Mann.
Der Bach kommt ja auch einfach aus dem Boden raus. Das muss die Quelle dann anscheinend sein. Eine Alpha-Wand. Ach man. Dachte, jetzt kommt mal hier was Interessantes, was ich noch nicht gesehen habe. Oh. Eigentlich cool, oder? Eigentlich ein schöner Ausblick. Ich frage mich gerade, ob das wirklich so wäre, wenn man jetzt in so einer Welt ist, ob man sich wirklich die Zeit nimmt und hier sich die Gegenden so mal anguckt. Och, schon wieder eine Alpha-Wand. Ich und meine Alpha-Wände. Ja. Noch etwas, was ich nicht mag. Alpha-Wände. Vor allem haben wir schon Küste überall um uns herum. Da brauchen wir nicht noch Alpha-Wände. Ich dachte gerade, wie kann man das besser machen? Würde es nicht einfach. Würde es nicht einfach reichen, wenn man dann eine Karte unendlich weit aufbauen lässt, ähnlich wie es bei Minecraft ist mit den Welten, dass diese sich so weiter erstellen oder wie es mit anderen Spielen ist. Dass man sagt, gut, dann wird ab hier eine Karte einfach ein bisschen mit hügelig erstellt, randommäßig und immer geradeaus. Hat einfach kein Ende. Du kannst zwar einen Kilometer reinlaufen, musst aber auch einen Kilometer zurücklaufen, da kommt einfach nichts mehr. Ob man nicht so Maps auslaufen lassen sollte. Hallo? Hallo da oben? Andersrum habe ich gerade gedacht, wenn das jetzt meine ersten Erfahrungen mit diesem Spiel wären. Das wäre nicht so geil. Ich glaube aber, ich bin auch, was das angeht, inzwischen ein bisschen zu ungeduldig. Man kennt einfach zu viel und man vergleicht dann doch mehr, glaube ich, als man vergleichen sollte. Und das nächste Problem ist ja, ich möchte es für euch auch nicht wirklich langweilig machen. Ich glaube, ihr erwartet, oder mein Glauben an mich selbst ist, dass ihr mehr erwartet, als ich euch jetzt gerade hier zeigen könnte. Ich meine, hier oben kommt eine Burg, da bin ich jetzt gerade auf dem Weg dahin zu laufen und glaube, dass auch noch hier hinten rechts irgendwo. Oh ja, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Super. Ich habe eine große Ahnung, wo wir sind. Und was noch kommen wird. Aber wenigstens haben sie tatsächlich bei der Gestaltung der Map darauf geachtet, dass es auch unterschiedlich Terrarien gibt. Oder Biotope heißt das ja, wenn ich mir gucke mit diesen Steingeröll und sowas. Finde ich richtig geil. Lass mich an, ich war schon mal auf dieser Map. Also nicht auf dieser Map ist klar, ich meine auf diesen Server. Krass, was die sich hier aufgebaut haben. Ist ein Fischerlauf. Ja, dann weiß ich ganz genau, wo wir sind.
Hier waren wir tatsächlich schon. Das Fischerdorf unten fand ich übrigens ganz cool, so von der Aufmachung her. Hopp, fast runtergefallen. Bietet nicht sehr viel, aber ist eigentlich ganz cool. Eine leere Bottle. Nehme ich mir mal mit. Öl. Und es gab ja auch ein Rezept, dass wir uns Molotow-Cocktails basteln können. Ich glaube, oben gab es mal ein Walkie-Talkie, als wir oben waren. Da hinten ist der Flughafen, ne? Ich sage, ich musste mir eine neue bestellen. Ich bin teilweise so ausgerastet mit dieser Maus. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da hatten wir gespielt und ich fange an auf der einen, habe ich geblendet. Dann wollte ich auf den schießen. Und mit rechter Maustaste nimmst du die Waffe in Kim und Korn, also in Anschlag mehr oder weniger. Fange ich an zu schießen. Erst fängt er an, Aussetzer zu machen beim Schießen mit der linken Maustaste. Dann hört er auf mit der rechten Maustaste, die zu benutzen. Dann guckt er auf einmal wieder gerade, weil er den Winkel nach rechts nicht. Ach, Alter, ich kann euch sagen, ich. Da drehe ich durch bei sowas. Naja, und am Ende bin ich deswegen auch tatsächlich gestorben und sowas macht mich dann echt fuchsig, wenn es einfach daran liegt. Als man ist gerade in so einer richtig krassen PvP-Situation. Man ist eigentlich am Gewinnen und verliert, weil einfach die Maus nicht das macht, was sie machen soll. Oh. Oh. Was ist das denn? Hallo, hallo, hallo. Bottle voll Wasser. Das war nicht die Höhle von damals, oder? Das ist die Höhle von damals. Ich bin mal hier hinter gewesen und bin gestorben, weil das oder fast gestorben. Mega hohe Strahlung. Hier, da kommen wir leider nicht durch. Alter, wir haben die Höhle wieder gefunden. Radioaktives Wasser ist das. Da würde ich übrigens nicht reinspringen. Spreche aus Erfahrung. Warum wird das Licht hier grün? Wir könnten die ganzen. Oh, hoppla. Wir könnten hier alles. Warum eigentlich nicht? Ach, der braucht gar keine Glühbirnen. Wir könnten aber das Öl mal hier auffüllen. Tipp. So. Wir brauchen eine Batterien, wir brauchen diese ja, Drive Belt steht hier, Gurte hier dann, ihr wisst, was ich meine. Benzin und Öl. Ja, nichts, was wir hier finden. Oh, was ist das denn? Go home, okay. Haben sich einige hier in den Berg gerettet. Das würde ich nicht machen. Wenn ich mir unten hier so eine Höhle aufbauen würde, würde ich nicht den Müll gleichzeitig hier lagern, wo ich lebe.
Das ist immer eine schlechte Idee, dass man sowas macht. Da müsste man sich tatsächlich mal zusammenreißen und den Müll dann tatsächlich mal wegbringen. Oh, Pilze. Frag mich gerade, ob man irgendwelchen Drogenfilm schiebt, wenn man die isst. Wollen wir das mal gleich ausprobieren draußen? Oh, ist ja immer noch alles grün. Ach, wir sind tatsächlich verstrahlt. Heilige Kacke. Ja, Leute, wir sind verstrahlt. Halleluja. Ich weiß nicht, ob die von alleine weggeht. Ich glaube nicht. So hätte ich mir das eigentlich eher vorgestellt, wenn ich die Pilze gegessen hätte. Wie gesagt, ich hoffe, das macht jetzt keine größeren Auswirkungen. Nun müssen wir dieses Red Eggs probieren. Es muss bestimmt ein Vulkanberg sein. So vom Gestein her. Schönes Grün. Oh, das sieht so saftig aus. Lass mal links Gras beißen. Da hinten ist noch ein Haus. Ich frage mich aber trotzdem gerade, wo dieser fucking Airport ist. Ah doch, da weiter in die Richtung. Ich erinnere mich an die Windmühlen. Windmühlen. Windräder. Das ist ja keine Mühle. Oh. Oh, das hat 30% gekostet. Da ganz hinten. Ich weiß, ich wollte eigentlich nach Norden. Hat sich jetzt erstmal nicht ergeben. Ich fand das jetzt mit der Höhle, ehrlich gesagt, ganz interessant. Das war endlich mal ein bisschen was abwechslungsmäßig hier. Wenn man mehr diese Zufallselemente findet, das würde mich noch ein bisschen mehr freuen. Sind mir noch ein paar zu wenig. Die Map ist mir noch zu statisch. Ja, ich weiß, jede Map ist grundsätzlich statisch, aber... Aber das ist ja auch der Grund, warum ich mit diesen Art von Spielen, ich höre ja nicht auf, aber warum wir die tatsächlich deutlich weniger spielen. Man hat irgendwann das Gefühl, man hat alles, Alter, man hat alles gesehen und ja, irgendwas ist es nicht mehr so spannend. Ich meine, wie viel haben wir jetzt in DayZ? Wir haben knapp 3000 Stunden DayZ hinter uns und irgendwann ist DayZ dann auch nicht mehr wirklich interessant. Es kommen dann Updates, wo Änderungen drin sind, das ist natürlich sehr schön. Aber, ja, das dazu, dass meine Alt-Taste einfach nicht mehr anerkannt wurde. Ich kriege ja echt noch einen Föhn, wenn das hier weiter so läuft. Also, ich bin ehrlich gesagt immer mehr von Logitech enttäuscht. Muss ich jetzt mal tatsächlich sagen, die Maus ist jetzt nicht Logitech, aber die Tastatur. Alter, war das meine Festplatte oder war das jetzt hier im Spiel? Sind verstrahlt. Schalalala.